Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Wir sind immer noch mit dem Citadel-DLC beschäftigt. Ich wollte noch mal kurz Trainers Trophäe zeigen, die neben meinem Stofftier Volus steht. Und dann machen wir uns an die Einladung. Ja, denn ich habe eine Party zu planen. Und ich habe auch sonst nichts mehr zu tun hier. Und deswegen klicken wir jetzt hier drauf. Und, oh, alle einladen. Also ich hab anscheinend schon eine Menge Leute eingeladen. Oder die gehören zum Standard, zur Standard-Crew. Ja, die sind schon eingeladen. Und Ashley ist optional. Das finde ich sehr interessant. Das wird ihr nicht gefallen, ja? Garrus ist optional. Das wird ihm nicht gefallen. Ja, Grunt kann es wahrscheinlich verstehen. Der will wahrscheinlich das, der wird wahrscheinlich akzeptieren, dass ich ihn nicht einlade, ja? Weil ich will ja meine Fensterscheiben behalten. Javik muss auf jeden Fall. Also, es muss jeder kommen, ja? Das ist echt eine Menge an Personen. Wir laden alle ein. Ich muss sehr vorsichtig sein. Alle? Ja. Und jetzt? Welche Art von Party möchten Sie denn heute haben, Commander? Ich kann alles für ruhige Gespräche vorbereiten. Oder hätten Sie es lieber etwas wilder? Oh. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Welche Art von Party möchten Sie denn heute haben? Ruhige Gespräche oder etwas wild? Ich bin, glaube ich, ich will es etwas wilder haben, ja? Ich denke, wir sollten etwas Dampf ablassen. Ausgezeichnet. Ich spiele laute Musik und mixe Drinks für die Gäste. Ja, sehr gut. Wenn das der einzige Unterschied ist, außerdem wie laut die Musik werde ich ist. Etwas festlicher zurecht machen. Sehr gut. Zieh dir Strapse an, Glyph. Das finde ich immer sehr festlich. Hey, nur herein. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Ich dachte, es war ein Befehl und keine Einladung. Fühlen Sie sich alle wie zu Hause. Danke. Freut mich, hier zu sein, Shepard. Oh, ich sag dir, dass Sie das gesagt haben. Ich habe eine neue Aufgabe. Ich muss mit den Gästen abhängen. Ja, da sind auch alle da. Ja, es sind alle da. Glyph, du siehst nicht festlicher aus als sonst. Oh doch, du hast... Oh, eine Fliege. Ja, wie hübsch du bist, ja. Das ist das männliche Äquivalent von den Strapsen, eine Fliege, richtig? Das haben die Chippen da jetzt ja auch an. Ich glaube ausschließlich, oder? Sie sind sehr lustig. So, dann werde ich mich... Oh, das ist eine sehr interessante Ecke da mit Garrus. Der hat sich eine gute Ecke ausgesucht, um zu sein. James und Cortez, ja. Okay, stellen wir uns erstmal hier dazu. Diese Musik ist klasse. Die richtige Musik sorgt für die Stimmung der ganzen Party. Stimmt's, Esteban? Sicher? Meine Partys sind entweder voller Erfolge oder Rohrkrepierer, um ehrlich zu sein. Halten Sie sich an mich. Ich bin eine Partylegende. In der Schule nannten Sie mich Partyweger. Hoffentlich gab's dazu auch bedruckte T-Shirts. Ich war eher mit einfachen Leuten unterwegs. Ha, Jack, du hast überhaupt nichts gesagt. Soll ich nochmal weggehen und wieder hingehen? Oder? Nee, warte mal. Ich glaube, ich muss jetzt mit ihnen reden und dann, wenn ich das nächste Mal wieder vorbeikomme, kann ich dann nochmal mit ihnen reden. Ach ja, Sie und welche Armee? Außer der da? Hey, Shepard. Trinken Sie auch was? Okay, wie geht es allen? Fragen Sie mich, wenn ich noch 5 von denen getrunken habe. Darauf trinke ich. Werde ich Sie morgen früh auf dem Boden wiederfinden, Lieutenant? Hoffen wir es. Großartig. Ich kann Sie mit den Huevos Rancheros meiner Abuela wecken. Hey, danke für das hier. Ich hatte wirklich etwas Entspannung nötig. Auch wenn es nur für eine Nacht ist. Ich glaube, wir haben uns alle eine Pause verdient. Das haben wir, Steve. Auf uns. Und eine Pause. Shepard, du brauchst was zu trinken. Deine Frau trinkt schon wieder mehr wie du. Das gefällt mir nicht, nein. Die muss schließlich noch wach sein, wenn die anderen schon gegangen sind. Ja? Ist schließlich eine... Deswegen mache ich das hier schließlich, ja? So, also jetzt kann ich mal mit James individuell reden. Das ist okay. Vielleicht setzt er sich ja auch daneben. Es sieht so aus, als wäre da genug Platz für. Hey, James. Amüsieren Sie sich? Ich bin entspannt, aber amüsieren? Meine Abschlussfeier im Kindergarten war amüsanter als das hier. Sehr witzig. Keine Sorge. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wissen Sie, ob der Wasserfall da warmes oder kaltes Wasser führt?
Welcher Wasserfall? Ich kenne mich in meiner eigenen Wohnung nicht aus. Meine Güte. So. Jungs, Mädel, wie sieht's aus? Kann ich nochmal mit euch reden? Ich denke nicht. Dann ziehen wir weiter in diese Ecke hier hinten und schauen. Oh, da ist ein Edi-Joker. Wissen Sie, warum Cerberus verlieren wird? Demografie. Wenn man einen 20-Jährigen ohne Perspektive rekrutiert, wird der sich für die Sache ins Zeug legen. Aber gibt es bei Cerberus alte Leute? Familien? Nein! So eine Terroristengruppe hat keine Zukunft. Und die Bezahlung war zwar gut, aber Urlaubsanträge konnte man vergessen. Da ging gar nichts. Da fällt mir ein, ich habe gehört, dass Sie Vater werden. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Aber ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keine Angst habe. Sie machen das schon. Sie haben Beschützerinstinkt. Und genau das braucht man dafür. Was sagen Sie dazu, Joker? Wie würden Sie Cerberus zum Erfolg verhelfen? Ich würde Cerberus populär machen. Mit einer großen Propagandakampagne, wie bei einer Präsidentenwahl. Wohltätigkeitsdinner, Hände schütteln, Babes küssen. Sie meinen vermutlich Babys küssen. Ich weiß, was ich gesagt habe. Den habe ich kommen sehen, meine Güte. Joker. Aber ich stelle hier auch einen bedrückenden Mangel an Alkohol fest. Ja, deswegen stehen die auch noch alle so klar da und so weit voneinander entfernt. Ich habe ihm gesagt, dass ich Archangel bin. Ich vermisse die Zeiten, als Cerberus einfach nur völlig unfähig war. Sie wissen schon, als Sie beide am Steuer waren. Wie bitte? Ich war nur beim Lazarus-Projekt am Steuer. Und das war, wie Sie wissen, überaus erfolgreich. Hey Commander, hier spricht Cerberus. Wir haben einige Rachni studiert, aber die sind entkommen und haben alle unsere Männer getötet. Könnten Sie sich darum kümmern? Es ist nur ein System von dem Ort entfernt, wo wir einen Mann an die Geth angeschlossen haben, der dann entkommen ist und alle unsere Männer getötet hat. Sie hatten beträchtliche Opferzahlen vorzuweisen, aber wenigstens waren es damals hauptsächlich Opfer in den eigenen Reihen. Wir wussten, dass einige Zellen schlimme Sachen machten. Aber die Allianz und der Rat haben nichts unternommen. Und wir haben gute Arbeit geleistet. Und kritische Situationen verursacht. Jede Menge davon. Hey, das ist nicht okay, Kasumi. Aber wir haben Commander Shepard zurückgebracht. Und nach dem Sieg über die Kollektoren habe ich mit Cerberus gebrochen, bin entkommen und habe angefangen, alle ihre Männer zu töten. Und dafür danken wir Ihnen. Jeff, du weißt aber schon, dass ich auch ein Cerberus-Projekt bin. Ach, Mist. Kasumi hat mich richtig, richtig überrascht. Was kann ich hier machen? Ach, das ist mit Cliff reden. Nö, wir werden noch mit Cliff reden. Wir können ja hier noch mit mehr Leuten reden. Und erst werde ich Kasumi übers Gesicht laufen, dafür, dass er mich so erschreckt hat gerade. Ja, das hat mich wirklich überrascht. Meine Güte. Du hast doch gar nicht zu dem, was sie gesagt haben. Ich denke, Cerberus hat viel Hilfe gebraucht in Mass Effect 2 von Commander Shepard. Das ist schon wahr. Da ist eigentlich alles schief gegangen und Commander Shepard musste immer wieder die Brände löschen. Allerdings haben sie jetzt in Mass Effect 3 es hinbekommen, fast die Zitadelle zu übernehmen. Ja, das ist beeindruckend. Und sie sind immer noch einer der großen Gegner hier. Sie sind eigentlich der große Gegner. Wir haben nicht mehr wirklich gegen Söldnergruppen gekämpft. In den vorherigen Teilen haben wir ja immer mal gegen die Blue Suns gekämpft oder gegen das Blood Pack oder gegen wen auch immer. Oder gegen die Geth. Im größeren Stil. In Mass Effect 1 waren die ja quasi der Gegner. In Mass Effect 2 waren es die Kollektoren. Hier ist jetzt die Rolle der Zuarbeiter zu den Reapern, ist mehr oder weniger Cerberus zugefallen. Das heißt, die sind immer noch stark, was mich ein bisschen verwundert. Dann fangen wir, glaube ich, mit Jacob an, der wird Vater. Vielleicht kann man da ja ein bisschen was lostreten. Danke für die Einladung, Shepard. Es ist schön, Sie so zu sehen. Wie gefällt Ihnen die neue Crew? Sie versammeln immer die Besten um sich. Viel Spaß. Werde ich haben. Oh, ihr habt ja kaum miteinander geredet. Hey, Joker. Hey, Commander. Irgendwie seltsam, alle auf einem Haufen zu sehen. Finden Sie? Naja, seltsam, aber schön. Es gefällt mir, dass wir nicht immer nur Armdrücken gegen die Reaper machen. Wie auch immer, danke fürs Organisieren. Ich werde versuchen, nicht allzu peinlich zu sein. Nein, Joker, nein! Dafür habe ich dich eingeladen. Du bist die Stimmungskanone. Du musst das Ganze rumreißen, ja? Edi, bereit für ein paar schlechte Beispiele menschlichen Verhaltens? Sie meinen sicher gute Beispiele für schlechtes menschliches Verhalten. Kleiner Hinweis, Grammatikverbesserungen sind denkbar ungeeignet, um das Eis zu brechen.
Okay. Ja, da hatte ich mir mehr erhofft. Aber das kann ja noch werden. Beeindruckendes Apartment. Allerdings. Haben Sie den Wasserfall gesehen? Und den Whirlpool muss ich mir später auch noch mal genauer ansehen. Ohne See. Und hier hat Admiral Anderson gewohnt? Ich könnte nie in sowas wohnen. Ich hätte ständig Angst davor, die Möbel zu zerlegen. Ach, die kann man irgendwie magisch austauschen. Da gibt's eine Konsole für. Das ist ganz toll. Mach dir da keine Sorgen. Aber Sie haben keine Pläne nach, Edie? Etwas Menschlicheres? Nein. Sie ist klug, sie ist witzig und sie steht auf Raumschiffe. Sie wissen, was sie wollen. Das respektiere ich. Okay, ich glaube, ich renne einfach zwischen den beiden Gruppen hin und her, bis, naja. Shepard? Hallo. Das ist mein Name, richtig. Danke für die Erinnerung. Wo haben Sie ihr den Antrag gemacht? Noch gar nicht. Im Ernst? Ich will's richtig machen. Nicht auf irgendeinem Felsplaneten am Arsch der Galaxie mit einem Ring aus einem Fertigungswerkzeug. Mein Plan ist folgender. Shepard bringt mich und Bryn in die Ratskammer. Dort machen wir ein Picknick unter den Kirschblüten. Und dann frage ich sie. Echt? Cool. Ich bin daran beteiligt. Das ist ja interessant. Mal sehen, ob das passieren wird. Shepard. Der Rat hat ja immer so diese Tendenz, sich in Gefahr zu begeben und fast vernichtet zu werden in jedem Mass Effect-Spiel. Joker hat sie heute befreit, richtig? Werden Sie je belästigt, weil Sie eine echte KI sind? Ich bin nicht darauf programmiert, ein qualifiziertes Urteil über solche Vorgänge abzugeben. Mein Programm ist auf einfache Auskunfts- und Interaktionsanwendungen ausgelegt. Diesen Bot habe ich vorhin nach dem Weg hierher gefragt. Das ist eine gute Tarnung, ja? Das kann ich verstehen. Hey, Shepard. Wieso sagt ihr immer nur meinen Namen, wenn ich hierher komme? Ihr seid die langweiligste Gruppe jetzt. Und ich hab, ja. Du hast also Infiltrationssoftware, mit der du Trunkenheit vortäuschen kannst? Ja, aber sie ist nur rudimentär. Die Strategie lautet, soziale Situationen zu vermeiden, bei denen solche Dinge auf die Probe gestellt würden. Ich will das sehen. Ich mache es bereits. Mann, da hat aber irgendein Cerberus-Programmierer ordentlich daneben gelangt. Ach, deswegen wippelst du so auf dem Stuhl hin und her. Ich hab mich schon gefragt, was das ist. Jetzt macht's es auch nicht mehr. Na komm, mach's nochmal. Ich bleib jetzt hier stehen, bis du deinen Arsch bewegst. Yep, das wollten wir sehen. Aber ich weiß nicht, warum du ein Intoxikationsprogramm hast. Du bist ein Roboter, das sieht jeder. Okay, ihr redet nur meinen Namen. Ihr seid deutlich, besser. Ja. Was ich jetzt zurücknehme. Denn ihr sagt jetzt gar nichts mehr zu mir. Hey, Shepard. Hey, Ashley. Wollen wir mal kurz nach oben gehen? Nee, okay. Vielleicht später. Gucken wir uns hier. Dieses Apartment ist einfach unfassbar groß. Da kostet ja nur der Strom pro Monat mehr als meine gesamte College-Ausbildung. Oder der komplette Krieg. Oder die Anzahlung für einen Atlas-Mac. Sowas wollte ich schon immer. Oder eine Klimaanlage für diesen Anzug. Es wird hier drin nämlich wahnsinnig heiß. Das bin bestimmt ich. Ja, aber nett, wie Samara sich da rausgehalten hat, das rechne ich dir hoch an. Ja? Macht euch nur lustig über meine Stromkosten. Ihr seid ja nur neidisch. Die werden nie erfahren, was das war. Also, Shepard, dieses Gesöff zu servieren ist eine Sache. Aber wie sieht's mit Trinken aus? Nein. Jemand muss doch alle nach Hause fahren. Sind wir denn sicher, dass die Normandy noch da ist? Hat schon wieder jemand versucht, sie zu stehlen? Die Normandy stehlen? Interessante Idee. Was? Moment. Was? Wer? Trainer, haben Sie Ihre Zahnbürste noch? Wir kriegen jederzeit eine neue Normandy. Jemand muss nur Cerberus anrufen und sie bitten, uns eine SR3 zu bauen. Aber müssten Sie dann nicht Ihren Namen ändern? Tali Zora Vos Normandy SR3? Es heißt Vos Normandy. Vos bedeutet jemand mit schwacher Blase. Was allerdings im Moment auch zutreffen würde. Wir hatten viele gute Zeiten auf dem alten Mädchen. Das kann man wohl sagen. Unbedingt. Hört, hört. Einige mehr als andere. Es ist mir eine Ehre, dazugestoßen zu sein. Auf die Normandy. Oh, und Tali ist die Einzige, die richtig in Stimmung ist. Das rechne ich ihr hoch an. So, Trainer, willst du noch mal in meinen Whirlpool? Hi,
Ich versuche, Kontakt zu finden. Ich bin darin nicht besonders gut. Kein Fan von großen Partys? Wenn ich jemanden kenne, dann schon. Aber einige der Gäste hier sind Legenden. Ich kann nicht einfach fragen, ob sie den Hummus probiert haben. Ach ja, Dr. Chakwas lässt sich entschuldigen. Irgendeine dringende medizinische Angelegenheit auf der Citadel. Sie hat aber irgendeinen teuren Schnaps geschickt. Großartig! Wäre doch toll, wenn sie es probieren könnten. Oh ja, her damit, her damit, her damit. Andererseits könnte ich den vielleicht auch aufheben. Mal sehen. Reden wir erstmal mit Liara. Es ist schön. Ich verbringe sonst nicht viel Zeit so mit den anderen. Als Freunde. Ich bin froh, dass das hier möglich war. Ja, dein Job ist auch ganz schön anstrengend und ganz schön geheimniskrämerisch. Da kann ich das schon gut verstehen, dass du normalerweise weniger Freunde hast, als sich hier aufhalten gerade. Denn das ist ja auch in gewisser Weise gefährlich. Wir wissen ja alle, dass sie der Shadow Broker ist. Und ich gucke mich jetzt hier unten nochmal ein bisschen um, weil vielleicht steht hier ja noch irgendjemand in der Ecke. Ich denke es zwar nicht, aber... Ah, ich könnte ja sein. Die Klimmzugstange, ja. Ich muss zugeben, ich fühle mich immer noch ein bisschen wie eine Außenseiterin. Sie alle haben schon viel mehr mit Shepard erlebt. Meistens rennen wir nur rum und ballern, drücken hin und wieder einen Knopf. Aber das macht Shepard eigentlich immer selbst. Genau! Ja, immer knapp am Tod vorbei, gerade noch entkommen und öfter fast gestorben, als ich mich erinnern möchte. Die Arbeit mit Shepard hat mich an meine Jugend erinnert. Mit Söldnern rumziehen, mit Söldnern was in die Luft jagen und hin und wieder mit Söldnern schlafen. Ich erinnere mich an das erste Zusammentreffen mit Shepard. Ich habe nur gedacht, hoffentlich hat er geduscht, denn ich muss meinen Filter ersetzen und Menschen sind so voller Bazillen. Das tue ich ja, ehrlich. Und hey. Jetzt, 3 Jahre später, sitzen sie hier und trinken seinen Alkohol durch einen Strohhalm. Das nenne ich Fortschritt. Dann habe ich ja etwas, worauf ich mich freuen kann. Ihr seid eine böse Gruppe, ja, ihr habt über mich gelästert, obwohl ich da war. Ja, könnt ihr da nicht anständig sein und warten, bis ich nicht mehr da bin? Aber gut, schon nochmal. Okay, ich geb's zu. Als ich zum ersten Mal von Archangel hörte, dachte ich, es wäre so eine Art Maskottchen für einen Parfumhersteller. Freut mich, dass Sie sich solche Hoffnungen gemacht haben, Tali. Als ich zum ersten Mal vom Shadow Broker hörte, dachte ich, er wäre ein Schattenboxer. So eine Art Elkor-Boxsack. Und genau das soll die Galaxie auch denken. Nicht, dass ich daran ein persönliches Interesse hätte oder so. Okay. Hin und her, hin und her. Hallo, Commander. Hallo, Trainer. Ich denke, das heißt, dass diese Gruppe fertig ist mit mir. Shepard. Shepard, oh Garrus, du klingst so begeistert. Ja? Ja, bei Garrus könnte ich mir auch vorstellen, dass es da eine homoerotische Komponente gibt. Ja? Oh. Kodianische Versammlungen waren ganz anders. Wir dachten über die Zukunft nach und respektierten die Toten. Klingt langweilig. Auf den Versammlungen, die ich besuche, wird meistens viel gebrüllt und geflucht. Ach ja. Wenn ein paar Kroganer zusammenkommen, ist es immer lustig. Und es geht viel zu Bruch. Das klingt schon besser. Stimmt. Sowas funktioniert viel besser, wenn man redundante Systeme und eine natürliche Plattenpanzerung hat. Kein Einspruch von mir. Das hier oben ist die Badass-Ecke. Ja, hier stehen nur die Leute, die alleine schon mal irgendeinen Staat gestürzt haben. Oder ein Staatsoberhaupt. Hier stehen wirklich nur die Killer. Wer ist stärker? Sie oder die Tankzüchtung? Das würde mich auch interessieren. Was habe ich verpasst? Der Proteaner hier will wissen, wer einen Kampf zwischen mir und Rex gewinnen würde. Das ist doch unbestreitbar eine gute Frage, Shepard. Es ist eine gute Frage. Nein, ist es nicht. Der Babypijack hier hätte nicht die geringste Chance. Hören Sie nicht auf dieses Fossil. Das Einzige, was der noch besiegt, ist ein Glas warme Milch. Ha! Ich habe Kopfläuse, die größer sind als Sie, Junior. Sind wir bald fertig mit Reden? Ja. Ja. Es gibt nur einen Weg, das zu klären. Ha!
Endlich geht die Party los. Ein andermal, Männer. Ich habe nicht die Zeit, um neue Möbel hey, zu kaufen. Hey, 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 Shepard. Schade, dabei wurde es gerade lustig. Ich ja, will das sehen. Sie hatten Glück. Und welche Möbel muss ich denn hier neu kaufen? Meine Güte, ich habe Geld ohne Ende. Ihr könnt gerne auch die Kunstwerke hier kaputt machen. Das ist der perfekte Ort dafür. Hey, Javik. Wie gefällt dir unsere verweichlichte Menschen-Erden-Party? Oder beziehungsweise unsere primitiven Party, sollte man besser sagen. Was sind ja mehr als nur Menschen hier. Wenn in meinem Zyklus zu viele Personen in einem Raum waren, liefen sie Gefahr, bei einem Angriff alle zu sterben. Wir sollten vorsichtig sein. Ja, das wäre hier auch ganz übel, wenn hier eine Bombe drin wäre in dem Apartment. Das war quasi Plan B meines Klons. Ich habe eine zeitgesteuerte Bombe in das Apartment gelegt und die explodiert jetzt während der Party. Und alle sind tot, die Galaxie ist verloren. In 50.000 Jahren wird sich an diese Party niemand mehr erinnern. Wozu also das Ganze? Tja, das kannst du ja auf alles anwenden. Vorsicht, etwas namens Kasumi befindet sich hier. Es tut so, als sei es unsichtbar. Dumme Primitive. Diesen Augen entgeht nichts. Wow. Du bist praktisch. Das erinnert mich an Koras Nest. Da war ich lange nicht. Ich frage mich, ob es hinter der Bar etwas Stärkeres gibt. Ja, ich hoffe so. Es gibt hier zu viele Sachen zum Kaputtmachen. Wird bestimmt eine lustige Party. Ja, mach nur kaputt. Was ist denn das für eine Musik? Doch nicht etwa diese Club-Scheiße, oder? Weil ich zwei Hände habe, Dummkopf. Oh, Jack redet laut, finde ich gut. Ja? Weil ich zwei Hände habe, Dummkopf. Was auch immer das genau bedeutet. 100 Voucher? Klar. Noch besser wäre es, wenn ich eine Art Todesstrahl aus meinem schlechten Auge verschießen könnte. Ja, das wäre großartig. Okay. Ist schon klar, worüber die reden hier. Commander! Oh, Javik, du klingst betrunken. Shepard? Ist eigentlich wunderbar, dass Alkohol bei all diesen Wesen zu wirken scheint, so wie bei uns. Das ist richtig gut, ja? Tali kann Alkohol saufen. Wir Menschen können offensichtlich Alkohol trinken. Und die ganzen anderen Alienrassen können auch alle Alkohol trinken. Es ist universal. Ja? Es ist eigentlich das wahre Universalgel, mit dem wir unsere sozialen Bindungen schmieren, auf dass sie möglichst lange halten und möglichst ohne Probleme ablaufen. Alkohol. Ja? So. Ich denke, ich habe mit euch allen geredet. Shepard. Ah ja, Cortez. Hallo, Shepard. Hallo, Edie. Betrunkener Roboter. Das heißt, jetzt wäre eigentlich der Moment, wo ich mit Glyph rede, um die Party eine Stufe weiterzuschalten. Richtig? Richtig? Dann werden wir das Spiel mal speichern, damit ich doch auch alles richtig mache. Ich habe leider nur 50 Speicherpunkte, von daher muss ich da anfangen, welche zu überschreiben, aber das ist nicht schlimm. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.